Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transom World 4. Genau. Ja. Wir haben hier noch Szenarien offen, die wir noch abschließen müssen, ne? Also, oder irgendwie vergessen haben. Beispielsweise Hamburg-Lübeck. Am Gefrierpunkt. Ich glaube, das Ding sind wir schon mal gefahren. Aber irgendwie ist das Ding nicht abgespeichert worden oder so. Keine Ahnung. Ein kalter Morgen hat zu einem eisigen Abend geführt. Fahren Sie diesen Zug von Lübeck nach Hamburg bei eisigen Bedingungen. Entschuldigung, kriegen wir wohl hin. Ja. Ist halt so, wie es ist. Mit unserem Steuerwagen. Ja, wahrscheinlich ist der Wintersale schon vorbei, wenn ihr dieses Video sehen werdet. Aber gut. Lückenfüller müssen sein. Von daher, mal schauen. Ich warte ja immer noch darauf, dass die West Somerset Railway dann auch mal langsam ihr Update bekommt. Vielleicht ist es sogar schon draußen, wenn ihr dieses Video gesehen habt, weil die wollte ich natürlich vorher machen. Ja, am Gefrierpunkt. Willkommen im Lübecker Hauptbahnhof. Eisige Temperaturen und schlechtes Wetter sorgen für komplizierte Bedingungen und eine Zunahme von Verspätungen. Ja, das bleibt nicht aus bei schlechtem Wetter. So. Sie haben den Auftrag, einen RE8 zu übernehmen. Steigen Sie nach Ankunft des Zuges ein und bereiten Sie ihn für die Rückfahrt nach Hamburg vor. Ja, haben aktuell 1087 Minuten Verspätung. Das klingt doch gut, oder? 1087 Minuten Verspätung? Perfekt. Ja. Auch hier bei der Strecke hoffe ich natürlich mal auf ein Update. Was dabei rumkommen wird, keine Ahnung. So. Da kommt unser Hobel. In dem Fall eine 112 in unscharf. Warum sie unscharf ist, keine Ahnung. Aber jetzt ist sie scharf. Die 112, 119. Gehen wir mal nach vorne und gucken mal einfach, was wir da Schönes haben. Hamburg Hauptbahnhof. Ja. So. Ab hinein. Aha, den Beimann-Sitz, der funktioniert ja sogar, wusste ich gar nicht. So, also. Erstmal brauchen wir hier SIFA PZB. Dann brauchen wir Spitzensignale, Spitzensignale. So, es liegen Meldungen vor, dass Sie einem verspäteten Zug folgen. Achten Sie genau auf die kommenden Signale, da Sie eventuell langsamer fahren müssen. Ja, das ist logisch. Kriegen wir wohin? Das kriegen wir wohl hin. Ich möchte doch. So, ich möchte ein schönes Thumbnail mir basteln hier. Komm, okay. Aber egal, passt schon. So, Türen verriegeln. Welche Bezeichnung hat das Ding denn? Wir fahren den 86811122-3. Okay. 86811122-3. Mal gucken. Ich schreibe das mal auf. Vielleicht finde ich dazu ja wirklich ein Video zu dem Steuerwagen. Das wäre ja mal cool, ne? Also, wenn wir den wiederfinden würden. 86, Moment. Bindestrich 8112-3. Strich 3.
DAB, ne? Warte mal. Können wir da irgendwie, können wir uns das genau angucken? So, hier steht das auch drauf. Auf der Seite. So. DAB PBZFA. Haben die AB PBZFA. So. Kein blassen Schimmer, wo der Unterschied ist von den anderen, aber passt schon. 160 km/h Zulassung hat das Ding. Sehr gut. Bremsschlüssel muss natürlich eingeschaltet werden. So. Die Richtung soll nach vorne. Wagenbeleuchtung ist an. Und auf hier geht's. Wunderbar. Und auf hier geht's. So, Scheibenwischer läuft auch. Licht können wir ja drin mal ausmachen. Na, genau. Auch hier den Fummel. Sonnenblende mal runter. So. Soll uns ja nicht ganz so nerven. Ich weiß, er hat jetzt einen Siefer. Interessant ist auch, dass mein Siefer nicht brummbimmelt, sondern einfach nur stehen bleibt. Danke dafür, Spiel. Und das Schlimmste ist, wir haben hinten noch nicht mal das Licht umgeschaltet. Geschweige denn Stromabnehmer oder sonst irgendwas. Haben wir nicht drauf geachtet, jetzt fahren wir ab. Jetzt ist es Pech. Ja, gut. Müssen wir am nächsten Bahnhof in 12 Kilometer mal. Vielleicht machen wir mal dran denken. Hier haben wir wenigstens Licht, das auch funktioniert. In verschiedensten Lichttönen. Wie schnell darf ich hier überhaupt fahren? Ah, schnell genug. Räder drehen durch anscheinend. Dürfen sie aber auch ruhig. So. Also Tempo 90 dürfen wir hier fahren, bis nach Rheinfeld. Was dachte ich, ist das hinten für eine Lok? 112, 119, ne? Ja, gut. Also, alternativ wird es nachher. Ich guck mal, ob ich einen Steuerwagen finde. Ansonsten wird es die Lok. Müssen wir mal gucken. Die wir dann nachher im Abspann nach oben links verlinken werden. Da ich keine Ahnung von der Braunbatz. Leider habe ich kaum Ahnung von der Baureihenbezeichnung bei den Steuerwagen.
Deswegen gab es auch sonst immer irgendwie andere Abkürzungen oder Herstellerangaben, ne? Ähnlich wie eine G6 im Vorspann drin. Also, ich möchte das jetzt ja mal ein bisschen sinnvoller machen. So schnell darf ich gar nicht fahren, wahrscheinlich. Sage ich ja. Aber das muss so. Das muss so. Ja. Ja, falsche Beleuchtung hinten. Schade. Ah, jetzt dürfen wir Gas geben. Ja, dann steuern wir mal auf unsere, ich glaube, 160 oder je nachdem, wie schnell wir hier fahren dürfen. Warum auch nicht, ne? Boah, jetzt ist es aber mal hell, weiß geworden. Warum auch immer. Also Belichtungssystem in dem Spiel ist natürlich immer noch so eine Sache für sich. Aber wenn wir uns das Alter der Strecke angucken, stellen wir auch fest, hier sind sogar noch die Ampeln gelb oder blinken. Deswegen, als eine der ersten Strecken noch, wahrscheinlich aus TSW 1 Zeiten, ja, von daher kann halt schon mal mit der Belichtung ein bisschen in die Hose gehen. So, wir lassen uns da mal ausrollen. Ich war es natürlich auch so richtig eklig vom Ton her. So. So.
So. Nächste Station Rheinfeld. So. Das wird aber doch ein knapperes Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Oh, Spiel hängt sich auf. Aber es lebt noch. So. Dann halten wir mal hier den Hobel an, ne? Wir rennen mal eben nach hinten. Denn wir wollen ja mal eben. Jetzt sag mir nicht, das ist so ein. Oh, der ist auch noch so richtig lang. Boah, der ist ja wirklich richtig lang. Eieiei. So, mal eben gucken, ob wir hier vernünftig haben. So. Einmal hinauf, rein da. So. Auf den Lokführersitz sitzen. So, was haben wir denn hier? Wir haben rot. Eins? Was soll der Blödsinn? So, Signallicht ist rot. Da muss man mal eben gucken. Führerstand. Stromabnehmer, Hauptschalter. Zuglichter, Zugsammelschiene. Aha. So, warte mal. Trick 17. So, ich weiß, wir müssen eigentlich schon weiterfahren, aber es gibt hier so ein Prinzipdinger, ne? Und dazu zählt halt auch Siefer aus. Ja, ist klar. Dann hat er runtergefahren. Okay. Jetzt ist er oben. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Hoffe, Saft ist noch auf dem Zug. Ja, sieht gut aus. Jetzt können wir auch abreisen. Ganz geschmeidig. Mal schauen. Ja, ich komme sogar rein. Cool. Ach, hier war ich sogar schon mal. Hamburg. Schön. Ah, hier kommen wir jetzt nicht hin. Ja. Aber ist schon mal cool. Weil es eh eigentlich. Ist schon cool. So. Ab in den Hobel. Oh, ab. Nicht dran vorbeilaufen. Wieso kann ich hier nicht rein? Muss ich ducken. Naja, gut. Also Luke zu. Hinsetzen. Türe schließen. Bremsen lösen. Wir haben doch eh noch Halt. Stellwerk kontaktieren. Auf Signalwechsel warten. Ja, dann.
stellen wir fest, dass hier einfach kein Zug vor uns ist. Ah, okay. So. Was alles los? Eine Schranke offen, ne? Irgendwann war da doch. So. Wie auch immer. So, der ist weg. Dann können wir den auch schon mal rausmachen. Und Action. Auf hier geht's. Aha. Ja, dann können wir auch mal so ein. So, wie machen wir das? Speichern und hochladen. Schön. Fortfahren. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie ich da gerade reingekommen bin, aber ist okay. So, wir haben auf jeden Fall den 3.2.2019. Wobei ich nicht verstehe, warum die hier einen Punkt reingekommen haben. Gut, sie gehört ja eigentlich bei einer 2000 zum Punkt zwischen, ne? Deswegen wahrscheinlich. Sieht trotzdem komisch aus. So. Moment, kommen wir ja langsam mal auf Geschwindigkeit. So, lalalalalalala. Lalalalalala. Ist schon mal nicht schlecht hier, ne? So. Was mir jetzt gerade so auffällt, wir haben hier erste Klasse Abteile drin, ne? Da habe ich noch nicht drauf geachtet, wir haben erste Klasse Wagen. Aha. So sieht erste Klasse von innen aus. Und so zweite. Ja, okay. Von 140, ne? So, dann ist der nächste halt Bad Oldesloe. Da können wir schon mal Gas rausnehmen. Wir können uns ausrollen lassen. Da passt schon bis dahin. Also auch wenn ich jetzt hier sogar reduziertes Licht nehme, macht keinen Unterschied.
Und es ist so hell. Wir brauchen es nicht. Jetzt muss man mir mal eins verraten, ja? Wieso habe ich hier keinen Bremsdruck? Ich habe keinen Bremsdruck. Ah, jetzt macht er, jetzt macht er, jetzt macht er. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Wie lang sind wir überhaupt? 203 Meter. Ja gut, dann fangen wir halt entsprechend 203 Meter vor. Haben wir hier stehen? Ne, wir müssen noch einen weiter. Na genau, die Haltetafel ist unsere. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Ja, machen wir. Was passiert denn da noch? Wir haben jetzt noch Ahrensburg, Hamburg. Oh ja, das geht ja sogar relativ zügig. Wo befinden wir uns jetzt gerade? Wir sind jetzt hier. Aber erstes Drittel von der St Ja, Viertel von, bis Drittel von der Strecke fertig. Was wollen wir mehr, ne? Und auf hier geht's nach Ahrensburg, Ahrensburg, Ahrensburg. So. Auf hier geht's nach Ahrensburg, Ahrensburg, Ahrensburg. Schalalalalala, jalalalalala. Aber ich sag mal so, Doppelstock-Steuerwagen war auch schon lange nicht mehr gefahren, ne? Hier oben haben wir nochmal die wunderschöne Bezeichnung. Fünfzig, 80, 86, 8, 11, 22, 3. So. Stimmt, das könnte ich auch anlassen. Jo. So.
Ja gut, lass doch mal beschleunigen. Ja. Ich sehe fast, dass sich auch wieder anstrengt. Vom Radau her. Aber egal. So. Jetzt heißt es erstmal 20 Kilometer geradeaus. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefällt. Also gebt dem Ganzen gerne mal einen Daumen nach oben. Auch gerne mal auf Teilen klicken. Ansonsten Abo dalassen, Glocke aktivieren. Also Gedöns, ihr kennt es ja nicht anders. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das Szenario damals nicht durchgegangen ist bei mir. Keine Ahnung. Schicksal. Jedenfalls ist es jetzt zur Vervollständigung nochmal neu aufgenommen worden und gut ist. Viele Menschen hier, ne, auf diesem Bahnsteig. Interessant ist auch, dass manche Bahnsteige doch Schnee, als, wie heißt das hier, Textur haben können, andere nicht. Aber ich meine, da war mit dem neuen Schnee nicht möglich, ne? Irgendwie sowas war da manch. Wie mit dem alten, der nur gepinselt ist schon. Naja, wie auch immer. Wie schnell darf ich überhaupt fahren? Also so schnell schon mal nicht. Bin ja nicht aufgepasst, ja. 140 auf der gesamten Strecke. Müssen wir mal runter, bremsen auf 110, ne? Wieso haut er mir jetzt den Zwang so rein?
110 sind alles ab hier. Wieso habt ihr jetzt einen Zwangsrahmen für Geschwindigkeitsüberschreitung? Boah, vor allen Dingen da piept, ne? Da geht mir jetzt ja schon wieder auf den Senkel. Piept er da eigentlich nicht dann auch mal weiter? Grausig. Grausig. Bleibst du jetzt stehen? Danke. Ich krieg keine Ruhe. Okay, das heißt, sie kriegen nur so nicht ruhig. Haben wir auch gelernt. Aber warum hat der mich jetzt abgeschossen? Ich war doch langsamer als die 140 zu dem Zeitpunkt schon. Komische Sache. Dachte ich, kann da gemütlich reinbremsen und gut ist. Das verstehe ich nicht. Naja, gut. Aber nächstes Mal, wenn wir eine Zwangsbremsung haben, mache ich einfach direkt die PCB aus und haben wir piepen nicht mehr. Oh. Wir sind jetzt wieder in der Bahnhofseinfahrt. Erkennen wir an dem Schild für Rangierfahrten. Aber ich glaube, hier ist ein Güterbahnhof, ne? Ich weiß es aber auch ehrlich gesagt nicht. Nee, doch ein normaler. Hier hat man sogar an die Schranke von den Bahnsteigen gedacht. Interessant. Nicht so wie auf... Also das heißt, selbst die Schranke gab es und die hat man jetzt auf der Mantabahn weggelassen. Danke, DTG. Ja, also es gibt Sachen, die muss man nicht verstehen. Es gibt Sachen, die muss man wirklich nicht verstehen. Um 4 ist 160 angesagt im Übrigen. Stimmt, die Brücke war kaputt, deswegen ist er 90. Langsam verstelle die komische Eisenbahnbrücke. Mhm. So, zur Info, wir befinden uns jetzt hier. Ja. Ah. Ich weiß jetzt, warum mich dieses Geräusch von diesem Steuerwagen erinnert. Und zwar nicht an die Doppelschockwagen, sondern... Boah. Ohne Piepen und so. Das hat ein bisschen was, wie wenn man in einem Flugzeug sitzt, ne? Das ist die Geräuschkulisse eigentlich fast genauso. Wenn wir den Scheibenwischer jetzt mal außen vor lassen. Warte mal. Klingt wirklich wie im Flugzeug. Klingt wie im Flugzeug. Naja.
runterbremsen auf die 120. Bei meinem Glück kommt da hinten gleich wieder so ein Testding. Und da kommt es auch schon. Komm, 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 komm. Nicht abschießen, nicht abschießen, nicht. Boah, Glück gehabt. Sehr gut. Der Witz ist aber, die 120 gilt ab hier, nicht da hinten. So, nächster halt Ahrensburg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ha. Aber wir haben noch Halt. So, jetzt befinden wir uns hier. Das heißt, Endspurt, ab geht's nach hier in die Kurve, Hamburg Hauptbahnhof. Wunderbar. Dreißig Jahre später, versteht sich, ne? Ja, 20 Kilometer bis Hamburg kriegen wir hin. So. Also ich hoffe ja wirklich, dass man diese Bahnübergänge irgendwann mal vernünftig macht. Also, wo ist da bitte das Problem? Einfach nur diesen Schrankentypen zu überarbeiten. Mit dem... Naja, egal.
So. Fahren wir irgendwie 20 Kilometer bis nach Hamburg. Ja. So. Ist das schon mal schön hier, ne? Weiß gar nicht. Darf ich 160 fahren? Nö. Dann gehen wir mal wieder runter auf die 140. Ja, gut. War ein bisschen flott. Es war ein bisschen flott. Das kann schon mal vorkommen. Aber egal. Ich muss sowieso aufpassen, weil ich merke, dass ich jetzt so langsam anfange wegzudösen. Gut, wir haben jetzt auch nachts 1 Uhr. Und ich bin auch schon seit heute Morgen oder heute Mittag, also seit über 12 Stunden, ja 13 Stunden schon am Daddeln. 14 Stunden fast, 15, ja, 15 Stunden. Langes Wochenende und so, ne? Ihr kennt es. Deswegen. So gesehen eine Doppelschicht, die wir heute gefahren haben. Ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Naja, bin ich auch nicht so gesprächig im Augenblick, weil. Es wird doch ein bisschen anstrengend langsam, aber ist okay. Ich hätte das auch als Livestream machen können eigentlich, aber ist egal. Nee, momentan so ein bisschen. Was haben wir denn heute so gemacht? Ich habe vorproduziert für bis, ich glaube, Juni, Juli, 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 genau, Juli rangiert Dienstagsfolgen. Dann haben wir heute noch zwei, drei Szenarien gefahren. Unter anderem das, dieses hier. Ja. Jetzt muss ich mal oben das wieder alles ausmachen. Brauchen wir nicht. Fahr eh zu schnell. Kommen wir wieder mal ein bisschen runter hier. Ja, Spiel leckt ein bisschen. Da ist ruhig. Ja, deswegen ist das heute mal eine gemütliche Fahrt. Und der Scheibenwischer ist auch ein bisschen entspannt. Dies dumm, 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 dumm. Das hier wiederum ist nicht entspannt. Der Scheibenwischer ist wirklich entspannt. Das Rauschen von dem Steuerwagen. Oh. Das ist wirklich schon
Gerade echt entspannt. So. Und ich frage mich, wer mich um die Uhrzeit anschreibt. Bleiben eigentlich nur drei Leute über. Cat Gaming, Arasi, Mike, okay, und vielleicht noch Lavan oder so, aber das ist ja unwahrscheinlich. Wir werden es gleich sehen. Nee, wir haben Nacht. Die positive Gurke wird sein. Höchstwahrscheinlich. Aber ich gehe jetzt gleich schlafen. Damit hat dann die positive Gurke auch leider diesmal Pech. Tut mir leid, aber nee, ich freue mich gerade wirklich auf mein Bett. So. Das auf jeden Fall dazu. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und die Schranke richten. Mal eben gucken. Schranke oben oder unten? Oben. Wie es sich gehört hier in diesem Bahnübergang, war die Schranke natürlich da, wo sie sein muss. Oben. Das ist schön. So. In Hamburg haben sie Anschlussmöglichkeiten an den Nah- und Fernverkehr. Außer heute. Heute wird der Bahnverkehr stillgelegt aufgrund von etwas Schnee. Naja. Zur Rechten sehen wir die Hamburger Hochbahn, die auch aus irgendeinem Grund Fahrt auf ihrem Gleis hat. Ist nur die Frage, warum? Es fahren hier allerdings Züge? Nö. Da hat er auch Fahrt. Das ist eine gute Frage. Das ist aber echt eine gute Frage, die wir auch. Hier ist auch eine unsichtbare Wand, die wir jetzt gerade eben überflogen haben. Gut. Also. Ich habe jetzt mal alles ausgemacht, weil Piepen geht mir wieder auf den Senkel. Ja. Aber natürlich schon cool, wenn hier Hochbahnzüge durchfahren würden, ne? Wirklich schon so eine coole Sache.
So. So, Ausstieg in Fahrtrichtung. Ich glaube links. Ich weiß es nicht, aber ich denke aber links, oder? So. Gut geschätzt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Gefällt mir echt gut. Interessante Kombination von dem Signal. Naja. So, Ziel erreicht, Türen geöffnet. Fahrer, jetzt steigen alle aus. Wir haben Hamburg erreicht, sehr schön. Führerbremsventil auf Notfall. Okay. Bremsschlüssel auf aus. Sehr gut. Richtungswende auf aus. Verlassen Sie den Zug. Alles klar. Tun wir das. So, fertig. Gute Arbeit. Sie sind mit den schlechten Bedingungen umgegangen und haben diese Fahrt erfolgreich abgeschlossen. Damit sind Ihre Aufgaben hier abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Okay. Klingt doch nach einem Plan. Alles in allem hoffe ich, wie gesagt, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem ganzen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Wir haben dann das Ding jetzt auch abgeschlossen. Sogar auf, aber immer noch auf Silber. Ja. Sind wir noch teilweise ein bisschen flott, ne, unterwegs. Ja, ist auch egal. So, Hauptmenü. Das war am Gefrierpunkt. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch offen haben an so Lücken und Lückenfüller. Also abgesehen von der LGV Mediterranee. Aber gucken wir gleich mal eben rein. Was es noch so an Szenarien gibt. Welche wir da fahren könnten. Und ja. Also, wir haben Strecke auswählen. Na. War doch Strecke auswählen? Zu den Zügen Strecke auswählen, genau. Hamburg ist fertig. Das ist fertig. Mein Spessart war fertig. Rhein-Ruhr ist fertig. Rhein-Ruhr-Osten fertig. Rapid Transit fertig. Ruhr-Sieg-Nord fertig. Bremen-Oldenburg fertig. Arosa ist fertig. Boston fehlt. Canyon Pass ist fertig. East Coastway fertig. Great Western Express fertig. München-Augsburg fertig. London Underground fertig. Sandbridge Great 0. Ja, okay. Liverpool Grief haben wir noch eins. Tees Valley Line haben wir noch eins. Verkehr Dresden. Leute, das tut mir echt leid, aber es sieht sehr danach aus, als würden jetzt dann ausländische Strecken folgen. Ach nee, warte mal, ich habe noch einen hier drauf. Genau. Aber ich denke, dass wir. Wieso zeigt ihr mir denn? Ach, die zeigt andere Bilder an. Genau, die Vorbereitungsfahrt, die haben wir noch offen in Kassel-Würzburg. Und das war's dann mit den deutschen Strecken erstmal. An Szenarien. Caddy, da weiß ich, hier habe ich auch alle abgeschlossen. Deswegen. Wir müssen mal gucken. Also ich denke, ich werde dann als nächstes mal einen englischen Lückenfüller reinhauen. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir da auch schon eine neue deutsche Strecke am Start. Und vielleicht ist auch die West Somerset Railway bald mal geupdatet. Wir werden es sehen.
So, und damit verabschiede ich mich von euch und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauersein. Wie gesagt, oben links landet ihr höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, bei dem gleichen Steuerwagen in echt. Oder alternativ bei der 112, 119. Müssen wir mal gucken. So, bis dahin. Tschüss.